So, und weiter geht's auch schon bei Zelda Skyward Sword mit den Aldi-Brüdern. Und wir haben im letzten Part den Lebensbaum gepflanzt. Befruchtet. Na, Bardo, was hältst du davon? Ja, was für ein fantastischer Baum! Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quicklebendig. Du bist noch quicklebendig. Ja, woran liegt Eine das wohl? Frucht, oh mein Gott, eine Frucht. Mega geizig. Du hast die Lebensbaumfrucht erhalten. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Die sieht natürlich schon episch aus. So Blitzlicht. Blitzgewitter. Und die ist mega riesig. Aber das werden wir gleich noch mal sehen. Wo steckt Link seine Items hin? Hinterfrag das nicht. Spiel es einfach. Der hat genau wie Monster Hunter. Fassbomben. Hallo. Du nimmst dir... Du stehst da. Dann bückst du dich, holst irgendwas aus deiner Hosentasche... Setzt das hin, pff, steht da eine Ja, Link Bombe. Hat ja hier seine vierdimensionale Abenteurertasche auf jeden Fall von Bruce bekommen. Vielleicht kann er darin ja ein bisschen mehr verstauen oder so. Ich weiß es nicht. So. Ich wäre noch dafür, dass man sich andere Rüstung machen kann. So wie in bei Zelda. Dingens. Da gibt es eine blaue Rüstung, eine rote Rüstung für Lavagebiete und eine grüne Rüstung. Ne? So wie in Ocarina of Time. Ja, genau. Du hast Ocarina of Time doch nie gespielt, oder? Du hast mir aber noch gezeigt. Recht? Ja. Nee, ist das was mit dem Wolf? Nee, das war Twilight Princess. Ach, aber da gibt's auch mehrere Rüstungen. Ja. Ja, okay, das gibt's hier nicht. Ja. Aber das mit dem Behindertenschwimmen, das haben die ja hier auch gelöst, ne? Hier mit der Wasserdrachenschuppe, also das ist auch schon. Was? Hier, in Twilight Princess war ja die blaue Rüstung dafür da, damit man gut schwimmen kann. Ja. Und das haben die hier ja eigentlich auch. Ja, haben jetzt diese, doch die Schuppe, ne? Genau. Ja. Ist eigentlich sogar noch was praktischer, muss man nicht ums Menü. Und alles. Ja. Kannst du alles in einem machen. So, bewege zu der Vogelstatue. Ja, der Cursor. Ranelschlucht. Jo, dahin. Das ist immer schön, dass man immer noch gefragt wird. Willst du wirklich hin? Willst du wirklich, wirklich hin? Bist du dir hundertprozentig sicher? Weiß, das könnte gefährlich sein. Also, da wären wir. So, Kumpel, ich hab hier was Leckeres für dich. Sieh an, Link. Was führt dich zu mir? Oh, jetzt pass auf. Guck da, guck. Yo. Bitteschön. Also, das nenne ich mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. Rot. Die Frucht hat hier Ich glaube, die macht heil. Oh, tut das gut. Mein ganzer Körper pulsiert. Eine neue Kraft durchströmt mich. Das hatte ich auch. Als ich erstmal LSD genommen habe, habe ich auch gedacht, ich wäre so. Und du hast gedacht, du kannst fliegen. Oh ja. Selbst jahrtausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Link. Als Dank werde ich dir eine Stimme des Heldenlieds vorsingen. Also, sperr die Ohren auf und lausche meinem Gesang. Bitte nicht singen. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Das war ein schönes Ding. Ja, die haben schon was drauf, die Drachen. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Link. Ich will dir dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenliedgebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Ah ja, so und jetzt zu dir, ich will meine Belohnung sofort haben. Du kannst es wohl nicht erwarten, Link. Warum denn so ungeduldig? Weil wir wissen, was wir bekommen. Aber gut, dann fangen wir an. Andererseits, du als auserwählter Held hast eigentlich keine Zeit für Spielchen, sollte man meinen. Deshalb machen wir keine halben Sachen. Willst du dich den Gefahren, denen du bisher begegnet bist, ein weiteres Mal stellen? Aus Erfahrung lernt man, so heißt es doch. Schaden würde dir ein wenig Übung bestimmt nicht. Also, was sagst du? Willst du es nun versuchen, Link? Klar, Mann.
Oh, die Antwort eines wahren Helden. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. So gestatte mir denn, einen Blick auf vergangene Erlebnisse zu werfen. Fragt er dich in Sachen? Oh, ich sehe, du hast viel erlebt auf deiner Reise. Hast Kämpfe gegen bösartige Monster ausgefochten. Und deine Ausflüge nach Sairen waren auch nicht ohne. Ich habe meine Wahl getroffen. Du kannst dich in zwei Disziplinen üben. In welcher möchtest du dich versuchen? Triff deine Wahl. Kampf. Sairen bekommt man eigentlich nichts Großes. Ein Kampf also. Ich mag deinen Enthusiasmus. In diesem Kampf wirst du oft die stärksten Gegner treffen, die du bisher bekämpft hast. Solange es keine Eidechsen sind. Ich werde nun meine Macht dafür nutzen, einige deiner alten Kämpfe zu reproduzieren. Oh, Kacke. Gewinnst du sie, erwartet dich ein Preis. Einer deiner Preise ist ein unglaublich starker Schild. Aber ziehe nicht sorglos ins Gefecht. Wenn du verlierst, dann war's das. Ohne Blessuren wirst du wohl kaum aus dem Kampf hervor. Bist du dennoch bereit? Ja. Was sind das für Monster? So spricht ein wahrer Krieger. Nun gut, womit wollen wir beginnen? Denke an einen Feind, den du oder dein Freund Dennis im Laufe deines Abenteuers bekämpft haben. Wann genau fand dieser Kampf statt? Ich suche mir jetzt einen aus. Am Anfang. Am Anfang. Am Anfang deines Abenteuers. Oh ja, wie gefallen dir diese harten Kerle? Hier, das sind alles Bosse. Ich würde mal vorschlagen, alle Bosse, die Dennis gemacht hat, werde ich jetzt machen. Und alle Bosse, die ich gemacht habe, wird Dennis machen. Ich will aber nicht. Doch, ich probier's. Ich mach. Du hast damals den ersten Girahim gemacht. Habe ich den ersten Girahim gemacht? Ja, du hast den ersten Girahim gemacht. Ja, das kann sein. Diesmal mache ich ihn. Ja. Girahim soll es sein. Diesem unheimlichen Kerl bist du im Tempel des Himmelsblicks begegnet. Oh ja, das war der erste. Oh, fast hätte ich vergessen, etwas äußerst Wichtiges zu erwähnen. In den Kämpfen kannst du nur Items einsetzen, die du damals bereits besessen hast. Und du kannst kein Item aus deiner Abenteurertasche einsetzen. Dein Gegner mag stark sein, aber du konntest ihn schon einmal besiegen. Es ist also kein unfairer Kampf. Aber weil du es bist, drücke ich gerne ein Auge zu. Ich erlaube dir, im Kampf ein Schild zu tragen. Möchtest du mit deiner aktuellen Ausrüstung in den Kampf ziehen? Ja. Bereite dich auf das Schlimmste vor. Muss man alle Kämpfe machen, da? Wir müssen jetzt erstmal alle machen, ja. Das Gute ist, wir spielen nicht im Heldenmodus, das heißt, wir tauchen noch Herzen auf. So, Girahim Nummer 1 geht eigentlich ganz relativ schnell. Da beginnt schon Phase 2. Da holt er schon sein Schwert. Eigentlich voll. Oh ja, das weiß ich noch. Den dämlichen Blocken. Ah ja, hier. So. Hier unsere Lebenskraftmedaillen, die wirken auch nicht. Aber, naja. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Ende 25 Sekunden. Okay. Ne, halt, warte, der nächste Boss. Die Boss werden immer jetzt zufällig ausgewählt. Deshalb müssen wir gucken, wer dann als nächstes rankommt. Potzblitz Link, das war unglaublich. Du bist ein wahrer Krieger. 25 Sekunden. Du hast für Girahim insgesamt 25 Sekunden und 53 Millisekunden benötigt. Doch das ist noch nicht alles. Da du diesen Gegner für mich zum ersten Mal besiegt hast, erhältst du das hier. Hier hast du 50 Rubine. Na komm schon, nimm sie. Und wenn man den Rekord bricht, kriegt man nochmal 50 und so. Sag mal, Link, was hältst du davon, dich in einem weiteren Kampf zu versuchen? Es soll auch nicht zu deinem Nachteil sein. Je mehr Kämpfe du in Folge gewinnst, desto besser die Preise. In Folge muss man die also gewinnen. Ja, ich habe hier zum Beispiel einen enorm harten Schild. Na, habe ich dein Interesse geweckt? Nun, du bist dir sicher bewusst, dass dich ein Kampf das Leben kosten kann. Vergiss nicht, dass der Zustand deines Schildes und die Anzahl deiner Herzen für alle weiteren Kämpfe übernommen werden. Das ist auch gut. Das verleiht den Kämpfen einen noch größeren Anspruch, findest du nicht auch? Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir 20 Rubine. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf, gibt es einen gewöhnlichen Schatzen. Was ist? Willst du fortfahren? Okay, Deal or No Deal? No Deal. Das ist die richtige Einstellung, aber es gibt auch noch etwas, das du wissen solltest. Bestreitest du mehrere Kämpfe in Folge, wähle ich den Kampf aus, der als nächstes folgen soll. Weniger Arbeit für dich, dafür umso mehr Spannung für die Zuschauer. So, genug geplaudert, Zeit, sich ins Getümmel zu stürzen. Ich weiß noch, wer welchen Boss gemacht hat, also keine Bang. Den habe ich gemacht, den darfst du machen. Super, warte, wie ging das nochmal? Renn weg! Wegrennen! Du wartest jetzt einfach so lange, bis der auf eine Bombe rennt. Renn einfach erstmal nach oben. Ach, schade, in dem Punkt kann man so viele Herzen gammeln. So, hau dich schon mal Bomben. Mitnehmen! Egal, runter rennen! So, Bombe holen. Okay. Und dann mal schön ins Maul werfen. Und. Eigentlich, wenn der Luft gut ist, ja. Na, wir haben ja. Wir haben die Feuerohrringe von wegen Items, die du damals schon besessen hast. Ja, ist klar.
So, dasselbe nochmal, aber diesmal richtig. Los geht's! Lauf, 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 lauf. So, Bombe holen und werfen. Schwert rausziehen. Also ja, stimmt, ich muss das Auge, ne? Ja. Das ist schon so lange her, wann haben wir das gemacht? Das ist der zweite oder dritte Tempel, ne? Ja, der zweite, das war Anfang des Jahres. Das irgendwie war wohl ein schöner Tempel, der Drachentempel. So, okay. Nein, scheiße, du bist alle. Nein, shit. Hol die Bombe schnell raus. Ah, komm. Nein. Ja. Los, renn. Oh, der rollt ja immer weiter runter. Und du bist gleich alle mit Bomben. Du kannst jetzt noch die benutzen und dann bist du alle. Ah. Nee, du hast keine Bomben mehr. Renn wieder rauf. So hat das ja keinen Sinn. Und pass auf die Feuerkugeln auf. Nicht, dass die dich erwischt. Scheiße. Bam. Gammel mal oben. Der kommt jetzt hoch, aber der wird ja irgendwann an die Bomben an der Seite kommen. Warte, ich muss A und A drücken, ne? A und B. A und B. Hast eine Bombe, hol dir ein paar Herzen. A, noch eine Bombe. A und B und runter. Nein! Nein, egal, komm. Und das Gute ist jetzt. Oh. Nee, wieder hoch. Du hast keine Bomben mehr. Mann! 2 Minuten, Alter, wie schnell die Zeit da unten, das ist voll übel. Also mein Rekord war irgendwas mit 40 Sekunden. Oh. Ah, shit. Sag mal, Dennis. Ich glaube, Partner. Ah, ja, du guckst auch nicht. Ich weiß, ich gucke in die falsche Richtung. So, hier, noch eine Bombe mitnehmen und jetzt abwarten, bis er kommt. Jetzt. So. Und jetzt diesmal packst. Das Gute ist, weil wir das Master Sword haben, gehen diese. Nein, nicht so früh werfen, sonst geht er weiter runter. Zu früh, zu spät. So, parat halten, jetzt werfen. So, dass die noch mit eingesogen. So, und dann auf das Auge. Und mit dem Master Sword geht das halt alles ein bisschen. Ja, Vorsicht, der rollt jetzt auf dich zu, da musst du ein bisschen am Rand bleiben. Ups. Hast du eine Bombe? Nee, das ist nichts mehr. Boah, Bombe soll. Ja, ich hätte die vielleicht im Gebiet dran nicht so verschwenden sollen. Vorsicht, der macht jetzt sowieso erstmal wieder seine Feuerkugeln. Gammel oben noch ein paar Herzen ab und weicht den Kugeln aus. Scheiße. Ah, boah, shit, tut das weh. Ja, noch die Herzen einsammeln. Nicht, dass wir in späteren Kämpfen. Ja, genau. Das ist dann auf einmal. Aber die Zeit ist doch sowieso voll Schnuppe. Eben. Ist ja. So, jetzt erstmal mal schön ausrüsten. Ja, 4 Bomben reichen jetzt. Jetzt mal nach unten gehen und auf die Feuerbälle aufpassen. Die kann man eigentlich so einfach ausweichen. Ja, oder voll reinlaufen. Ja, da kommt er schon. So. Okay. Ich denke, einmal muss er noch draufschnetzeln und dann ist gut. Nein! Nein! Die Ausdauer, mein Freund! Hau drauf! So, und jetzt nochmal. Das ist nämlich eine zweite Chance. So. Die Herzen sind auch in Ordnung. Ja, geht so. Ein Schlag! Oh mein Gott. Knack. So. Puh. Immerhin, wir haben ihn besiegt, ne? Hast du den Timer gestellt? Wir haben schon so viel Zeit irgendwie. Ich. Ja, noch 1:09. Nee, ich glaube nicht, dass einer der nächsten Endgegner es so schnell schaffe. Wir werden den nächsten Kampf noch reinjoinen und dann ist der Part auch abrupt beendet. Und dann geht's weiter. Gut gemacht und wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. Du hast für Beradama insgesamt 4 Minuten, 15 Sekunden und 56 Millisekunden benötigt. Doch das ist noch nicht alles. Du hast den ja zum ersten Mal gemacht, also kriegst du hier so schon mal deine 50 Rubine auf jeden Fall. Hier, nimm sie. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir einen gewöhnlichen Schatz. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf, gibt es 100 Rubine. Ja, ich mach weiter. Ja, fortfahren, was du? Das ist die richtige Einstellung. Es folgt also Kampf Nummer 3. Du musst noch 6 Mal erfolgreich kämpfen, um alle Gegner zu besiegen. Doch genug der Erklärungen, lass nun den Worten Taten folgen. Bis dann. Und tschüss.